Was ist denn das hier? Sag mal, wie viele Stiche sind denn das? 3 hätten gereicht, aber ich war gerade so in Fahrt. Gott, und das bei deinem Talent? Das gibt doch einen Namen, Hügel. Mark, Nadel und Faden sind mir als Frau doch schon in die Wiege gelegt worden. Jetzt wischt ihr keinen Dreck in die Wunde. Was machst du eigentlich hier? Hast du die ganze Nacht hier gelegen? Ja, ich meine, ich dachte, zur Sicherung der Vitalfunktion ist es besser, wenn jemand hier ist. Verstehe. Ich habe deinetwegen Medizin studiert, weißt du es eigentlich? Als ich dich damals auf dem Schulhof reanimiert habe und du mich so angeguckt hast, das war der Moment, in dem ich wusste, ich will Menschen retten. Na ja, komm schon, sag was Blödes. Und wieso, ist doch süß. Wenn man es genau nimmt, hast du es mir zu verdanken, dass du Akademikerin geworden bist. Da sage ich doch noch mal recht herzlichen Dank, Herr Doktor. Bitte. Ich sag mal, wie wird man eigentlich so arrogant? Viel Übung. So 1-2 Stunden am Tag nehme ich mir schon dafür. Mhm. Vielleicht schickst du mir mal einen Trainingsplan rüber. Man könnte die Lösung für mich sein. Du, ich werde einfach ein ignorantes Arschloch, das nichts mehr fühlt. Wie kommst du darauf, dass ich nichts fühle? Du bist, inkompetent, besserwisserisch, zickig. Aber irgendwas hast du, was mir gefällt? Wahrscheinlich meine Brüste. Nein, ich möchte fast überhaupt mir sprechen hier von innerer Schönheit. Ich war gar nicht in dich verliebt. Natürlich. Du Kätchen, mein Pflaster, das zieht irgendwie so. Kannst du mal gucken? Du hast mich noch nie Gretchen genannt. Gretchen. Dein Herz schlägt. Ja, ich weiß. Leider. So, das Pflaster sitzt wieder, Dr. Meyer. I got a bad boy and not so right with me. His dirty love.